Tierarztbesuch auf dem Hof der Familie Prims. Wieder mal. Ja, die Milch ist weg. Und sie frisst nicht mehr richtig gut. Symptome, die Landwirtin und Tierärztin inzwischen deuten können. Die verdaut nicht richtig. Da irgendwas schlecht. Irgendwas ist nicht richtig. Das sehe ich schon. Ja. Relativ flüssig. Ja. Scheiße. Möglicherweise hat auch diese Kuh Metallreste mit dem Futter mitgefressen. Vor 2 Wochen musste bereits ein Tier eingeschläfert werden. Es hatte eine massive Bauchfellentzündung, Abszesse im Körper, Hinweise auf Fremdkörper im Magen. Und dann finden die Prims Beweise. Die Reste einer Getränkedose im Futter. Das geht mir echt nah. Also, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Vom ganzen Gefühl her, das ist viel verkrampft. Und wenn ich morgens in den Stall gehe, weiß nicht, was ist jetzt schon wieder kaputt. Und man kann im Endeffekt es momentan nicht aufhalten. Ja, sie ist gestern krank geworden. Gestern. Rund einen Zentner Futter vertilgt eine Kuh pro Tag. Besonders wählerisch ist sie dabei nicht. Das ist im Endeffekt alles ganz fein und ganz. Und es ist für die Kuh nicht mehr so wirklich einfach, da jetzt irgendwas rauszufinden. Und es wird halt erst einmal einfach alles eingefressen. Und wenn es jetzt so ist wie bei unseren Blechdosen, dass das also so scharfkantig ist, dann wird das also erst in die Magenwand gedrückt und dann irgendwann tatsächlich durch die Magenwand durchgedrückt. Zahlen, wie viele Rinder jedes Jahr durch verunreinigtes Futter sterben, gibt es nicht. Der Untersuchungsaufwand wäre zu groß für die Bauern. Aber das kommt ganz häufig vor. Mit den mit dem Abfall, aber es redet niemand drüber. Jetzt ist Erntezeit. Gerhard Prims schneidet Weidegras und die Sorge fährt mit. Liegt wieder irgendwo Müll in der Wiese. Man schaut halt schon mehr wie davor, aber du kannst halt nicht 100% das abdecken, weil einfach das eine Sache der Unmöglichkeit ist. Hier eine Getränkedose im Gras, sie wäre in Sekundenbruchteilen klein gehäckselt und könnte jederzeit wieder im Futter landen. Wir wissen es nicht, wie viel ist da noch drin. Das ist völlig unmöglich. Wir brauchen 6 Tonnen am Tag Futter. Die Prims können nicht verstehen, dass Abfall statt im Mülleimer auf Feldern landet. Sie wünschen sich, dass die Leute mehr Verantwortung übernehmen und wissen, welchen Schaden sie anrichten können.